Hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind immer noch im Silfco-Gebäude. Und so langsam regt mich dieser Schuppen auf. Oh, bitte nicht zur Hilfe! Oh, du bist gar nicht von Team Rocket. Oh, Entschuldigung, ich war überzeugt, dass... Oh, verzeihst du mir, wenn ich dir eines unserer Produkte gebe? Nein. Also, doch, entschuldige ich. Also, finde ich cool. Dankeschön. Finale braucht zwar keine Sau, aber hey. Ich bin nicht nur ein Mitarbeiter der Silf Company, sondern auch ein Mitglied von Team Rocket. Oh, das ist aber cool. Das erklärt nämlich, wie Team Rocket so leicht Zugriff haben konnte. Durch Verräter in den eigenen Reihen. So, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Hallo. Guten Tag. Hier waren wir schon. Ich habe ja gesagt, am besten jede Etage nochmal durchkämmen. Und man findet bestimmt ganz tolle neue Sachen. Und das war tatsächlich der Fall. Wir haben bis jetzt immer was Neues gefunden. Jetzt zum Beispiel eine Flasche Tafelwasser. So, und hier waren wir gerade. Hier waren wir auch schon drin. Ich erinnere mich. Also es tut mir wirklich leid, aber ihr habt ja gesehen, es lohnt sich sogar wirklich nochmal runterzulatschen und sich alles genau anzuschauen. Okay, hier werden wir mit Sicherheit nichts mehr finden. Das heißt, wir haben tatsächlich alle Etagen abgeklappert. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, dann bin ich dumm. Dann bin ich dumm. Nee, Quatsch, aber kann ja passieren. Wir werden nochmal heilen vorher, selbstredend. Dann gehen wir zu Okido. Und dann können wir endlich diese Kämpfe bestreiten. Holy Schmoly. Cannoli. Kenobi. Wie bestreiten wir sie denn? Mit einem Gyarados vorn weg? Mit einem Gyarados vorn weg. Und einem Glurak dazu oder Pikachu? Pikachu. Glurak und Pikachu, das ist ein tolles Team. So, hä? Warte mal. Ging's? Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Wie soll ich denn so den Boss warnen? Geh, Grievy. Zeig dem Boss von Team Rocket, wo der Hammer hängt. Das mache ich, Okido. Vielen Dank für deinen Einsatz. Du. Hallo, ist da Officer Rocky? Ja, ich bin im Silfco-Gebäude und habe ganz viele Erwachsene besiegt. Jetzt ist der Boss noch hier und ich wollte fragen, ob sie nicht das Gebäude umstellen wollen. Ich bin erst 10. Nutz doch das... Leibsuff! Ich weiß, wer das ist. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel! Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar? Wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Miauts, genau. Oh, das ist es schon. Das ist es schon. Das sind die Herren von Team Rocket. Jesse. Quatsch. Jesse. Und James. Bock. Smoke. Oh Gott, das geht ja richtig aufs Gehirn, wenn du das die ganze Zeit machst. Bock. So. Kaskade. Wobei, warte mal. Das überleben die. Also setze ich lieber vorher. Erstmal schön. Raserei ein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Mok ein Schutzschild einsetzt, werde ich wohl Donner auf Arbok lenken. Arbok. Yay! Wow. Das hat sogar ein Donner überlebt. Aber es ist paralysiert. Das finde ich schon mal schick. Wow, das macht ja richtig viel Schaden. Und Pikachu weicht dem Steinhagel aus. Aua. Aber Gyarados nicht. Und das ist auch sehr effektiv. Das ist eklig. So, mein Freund. Ich würde sagen, Kaskade auf Smogmog und Donne auf... Warte mal. Können wir nicht Britzelturbo einsetzen? Das müsste doch reichen. Oh. Hallo? Ja. Das war zwar schön, Jesse und James mal von der Nähe gesehen zu haben, aber ich will doch sehen, wie mein tolles Pikachu alles in den Weg pfeffert. Ach, das ist schön. Nee, das macht schon Spaß.
Mit so einem Pikachu zu spielen, das ist schon toll. So, Gyarados, Kaskade, ruf da, bum bum bum. Oh, wie knapp das war. Du willst unbedingt mein Pikachu vergiften, oder? Ich sehe das doch. Ich sehe es doch. Doppelte Portion Donner gefährlich. Kannst du haben, Smog Morg. Also Donnerblitz. Natürlich, Donnerblitz. Ah, das war schon knapp jetzt hier mit dem Schaden, ne? Habt ihr hier gesehen. Ich glaube, Britzelturbo hätte es eher gebracht. Und Nidorino erreicht Level 42. Yusha! Jesse und James. Immer dieselbe Leier. Oh, wie ich Kinder hasse. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Sieht so aus, wäre das mal wieder. Ein Schuss in den Ofen. Hab ich gerade gesagt. Bin euch zuvor gekommen, Team Rocket. In vielerlei Hinsicht. So, jetzt geht's gegen Giovanni. Und wie wir wissen, hat er ein ganz besonderes Pokémon. Ein sehr sweetes Pokémon. Ein Snowbillycat. Snowbillycaden. Snowbillycaden. Warum müssen wir das Spiel sichern? Nee, komm. Wir platzen einfach rein hier. Giovanni! Ergib dich! Italiano. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball ist längst fertiggestellt, habe ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer Sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Erst recht nicht basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Hallo, guten Tag. Ich bin's, der 10-jährige Junge aus der Nachbarschaft. Sieh an. Greavy ist also auch da. So sieht man es sich wieder. Leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichtige wie du haben da Sendepause. Halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen heraus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Show me what you got, Giovanni. Ich habe immer noch so ein Problem zwischen Russisch und Italiano. Weil wenn ich Italiano, dann muss ich immer so hoch reden. Aber Giovanni hat eine tiefe Stimme. Man wendet sich nicht gegen Familie. Das wäre der richtige Mafia-Boss. Aber ist er zu rau für die Giovanni? Habe ich jetzt Radar vorne rangesetzt eigentlich oder habe ich das vergessen? Ja, ich habe dran gedacht. Ich bin klug. K-L-U-K. Hallo, Schnurbeilekerden. Möchten Sie einen... Och nö, keinen Mogelhieb einsetzen. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht einen Karateschlag einstecken wollen. Guck. Och nö, hör doch mal auf jetzt. Hallo. Ey, das ist doch... Warum ist das sehr effektiv? Weil es eine Feenattacke ist. Es ist eine Feenattacke und Fee ist effektiv. Ich veräppel. Das ist doch dumm. So, Rihorn. Wie wär's mit Gyarados? Eine Wasserattacke? Why not? Ich vermisse ja Nidoqueen. Das war doch damals in der gelben Edition ein Pokémon von ihm. Das weiß ich doch noch. Ha, genau. Schon damals im Untergrund, im Team Rocket Untergrund. Unter der Spielhalle. Da hatte er eigentlich schon ein Nidoqueen, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich dachte schon. Oder hatte er sogar Nidoqueen? Ich hab's noch vergessen. Hat er jetzt ein Nidoqueen? Ein Nidoqueen! Da ist es! Haha! Okay, Gyarados gegen ein Gift-Pokémon. Ist Nidoqueen eigentlich... Was ist denn das? Ist es jetzt nur Gift? Sollte ich Glurak einsetzen? Sollte ich Pikachu einsetzen? Glurak. Kadabra. Kadabrin. Eigentlich... Kadabrin, Alter. Komm schon. Genug, Gyarados, komm zurück. Das hast du gut gemacht. Kadabrin, Alter. Gegen Nidoqueen. Ja, das ist sehr schön.
Finde ich ganz toll. Aber ich denke, so ein Ziehstrahl sollte doch sehr effektiv sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es irgendwie kurzen Prozess mit ihm macht. Aber bitte sag mir mal. Oh, Alter! 1 KP! Weil es uns so liebt. Nur deswegen. Oh, Kadabra. Du bist echt ein Goldschatz. Mach's alle. Okay, das ist natürlich schon krass. Schade, dass es nur engine-technisch so passiert ist, ne? Und nicht, weil es halt wirklich nur 1 KP hätte noch übrig gehabt. Aber egal. Wie konnte ich nur verlieren? Nein, unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Sith Company aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück, aber meine Zeit wird noch kommen. Du wirst schon sehen. Ach Gottchen, jetzt haben wir es geschafft. Da ist er weg. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dir dafür zutiefst verbunden. Ich danke dir für deine Hilfe, mein lieber Junge. Pika, pika. Ja, da hast du recht. Dich darf ich natürlich nicht auslassen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns aus unserer Notlage gerettet habt. Oh, und ich will mich natürlich auch noch dafür erkenntlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir es nicht etwas spannender? Da bitte. Der Meisterball. Was du da in deinen Händen hältst, das findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Was heißt denn unauffällig? Also, hä? Hat er da ein Bild von einem Lavados? Sweet! Das ist ein Lavados. Ist da noch ein anderes Pokémon zu sehen? Nee, oder? Das ist so schwer zu erkennen, aber ich glaube nicht. Leute, wisst ihr, was gerade passiert ist? Wir haben den Sylph-Co-Arc abgeschlossen. Wir können raus. Wir sind frei. Genie ist endlich frei. Ohne Herr und Meister. Das finde ich gut. Und kriegen wir noch mal ein bisschen Tafelwasser irgendwo? Tafelwasser, hallo. Nee, komm, ist gut jetzt. Wir gehen wieder runter. Erdgeschoss. Bing, bang. So, Empfangskomitee. Diese Sache mit der Übernahme hat uns ganz schön in Verzug gebracht, weil wir die ganze Zeit über nicht arbeiten konnten. Und das müssen wir jetzt erstmal wieder aufholen. Ach wie? Ach, das ging ja fix. Ach, willkommen. Du suchst den Präsidenten. Der befindet sich in seinem Büro im 10. Stock. Offenbar waren es Kinder, die Team Rocket aus der Hilfkofer. Das war vor nicht mal 5 Minuten. Rede ich so einen Unsinn? Ob es bei meiner Versicherung als Arbeitsunfall durchgeht, dass Team Rocket mich eine Weile lang festgehalten hat? Ich würde sie wegen Erpressung und Nötigung und Menschenraubs anzeigen. Oh. Du hast es wirklich geschafft? Du hast Giovanni besiegt, oder? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und dann kamen plötzlich die ganzen Rüpel von Team Rocket aus Safronia City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist. Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fieslinge nicht angekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Sylph Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiden hat wie das kleine Dragosso. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe den Arenen widmen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, Griffy?
Warst du schon in der Arena von Safronia City? Und wie viele Orden hast du überhaupt? Wow, so viele schon. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon-Liga. Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? Tschüss. Kleine Nervensäge, du. Hey, der Boss von Team Rocket ist aus dem Gebäude der Silph-Company geflohen. Ich hab's selbst gesehen. Ja, das ist wohl wahr. Schön. Was? Du hast Team Rocket vertrieben? Oh, vielen Dank. Wie wär's? Willst du ein Pokémon trainieren, das von der Silph-Company hergestellt wurde? Dann hier bitte. Ja. Okay. Gut. Dankeschön. Porygon ist total süß mit seinen vielen Ecken und Kanten. Jetzt ist es weg! Ich hätte es schöner gefunden, wenn es noch da gewesen wäre. Hätte ich mal Nein gesagt. Aber nimm mir Schenken, Gaul, schaut man nicht ins Maul, wa? So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier ein bisschen heile machen. Moink, moink. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass unsere anderen Pokémon auch so ein Herzchen haben? Oder ist das nur mit Pikachu der Fall? Das würde mich schon mal brennend interessieren. Janira! Die Silph Company ist jedem ein Begriff. Kein Wunder, dass auch diese Gauner von Team Rocket auf sie aufmerksam wurden. Pokémon wachsen jeder Art unterschiedlich heran. Bla 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 bla. Will jemand tauschen? Team Rocket hat die Kurve gekratzt. Endlich muss ich keine Angst mehr haben, wenn ich draußen spielen will. Ich komme aus Alola, bei mir Raichu. Ich habe kein Raichu. Das hatten wir schon mal, das Thema. Ja, Leute, jetzt ist halt die Frage, gehen wir jetzt nach Fuchsania City und kümmern uns um den 5. Arena-Orden, so wie es normalerweise sein sollte. Hey, woher kommst du? Alabastia, das ist bestimmt schön ruhig und friedlich. Oder gehen wir jetzt zu Sabrina? Das ist halt die Frage, ne? Wenn ich groß bin, will ich auch mal bei der Silph Company arbeiten. Okay, toll. Mr. Psycho? Ah, der schenkt uns doch Psychokinese. Richtig. Du weißt bestimmt schon, was das ist. Mit TM40 kannst du einem Pokémon die Attacke Psychokinese beibringen. Mit ein bisschen Glück senkt sie zusätzlich die Spezialverteidigung des Ziels. Es wäre schön, wenn man das auch vorhersehen könnte. Au, ich habe die schon geholt und meinem Kadaver nicht beigebracht. Ist das korrekt? Offenbar ist das so. Finsteraura. Sag mal, kann Gyarados irgendwie alles lernen? Kann das sein? Zauberschein. Eine Fee-Attacke. Warte mal, wann erlernt Kadabra Psychokinese? Kadabrin? Ich muss es echt mal entwickeln. Durch Levelaufstieg. Psychokinese. Noch 4 Level. Also theoretisch ist es Quatsch. Aber ich meine, wenn wir die TM schon haben, warum sollte man es nicht schon beibringen, ne? Das haben wir jetzt schon mit Flammenwurf gemacht, warum jetzt nicht auch damit? Hallo? Ah. Delegator. Ja, den, ganz ehrlich, den brauchen wir nicht mehr. Den Delegator, den brauchen wir nicht mehr. Genesung könnte wichtig werden, das will ich mal behalten, das wäre, denke ich, nicht ganz so verkehrt. Ja, und dann würde ich sagen, stehen uns jetzt praktisch alle Wege offen. Achso, das hatten wir schon. Genau, wenn du mal groß bist, dann musst du mal aufs Klo. Wenn du nicht großen Stromverbrauch, umso wichtiger, dass die anderen... Hier in Kanto gibt es zwar keine entsprechende Arena, aber Stahl-Pokémon faszinieren mich einfach ungemein. Sie eignen sich hervorragend im Kampf gegen Feen-Pokémon, weißt du? Ach. Sag bloß, du warst es, der Team Rocket vertrieben hat. Du musst nichts sagen, ich erkenne es an deinem entschlossenen Blick. Hier, nimm das als Dankeschön. Ich bin ein Teil der Polizei. Mit 10 Jahren. Und wie komme ich denn da hin? Nein, 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 nein. Toll. Das wollte ich doch noch nicht spoilern. Howdy, zukünftiger Champ. Wo geht's, wie steht's? Und das dein erster Besuch in dieser Arena ist, hat es dich bestimmt ganz schön aus den Sorgen. Aus der Sorgenhalle. Bombastisches Design, oder? Safronian Sidon ist die größte Stadt Kanos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die Fallen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen.
Eine Standard-Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du hier leider nicht rein. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hat, wenn du die Arena betreten willst. Du hast also kein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat? Komm einfach wieder, wenn du diese Bedingungen erfüllst. Aber du brauchst dich nicht zu hetzen, die Arena von Sifroni Seiden läuft dir nicht davon. Dankeschön. Ich hole mir jetzt trotzdem das Item. Wow, das hat sich ja gelohnt. Ist noch mehr? Nö, nur ein Hydrant. Als ich gehört habe, dass Team Rocket die Silph Company überfallen hat, bin ich sofort auf meinem Taurus hergeflogen. Die Sache hat sich schon erledigt? Ach, schade. Weißt du, ich hatte gehofft, etwas von dem Drama mitzuerleben. Ja, na klar. Team Rocket wurde von Kindern besiegt? Unfassbar. Viele Leute sind aus Russland und sind wieder ein geschätzliches Straße sein. Ja, das ist doch toll, toll. Leute, ihr habt es jetzt gerade bemerkt. Es gibt nichts, also wir können hier nichts machen, deswegen geht's auf nach Safonia, nach Fuxania City, da waren wir ja schon mal auf dem Weg dahin. Das ist falsch. Das ist falsch. Oder ist es richtig? Ich glaube, wir müssen trotzdem fliegen. Ach Leute, das dauert doch viel zu lang. Fliegen! Hallo, guten Tag. Hat ganz kurz etwas gesehen, das ihm einen Schauer über den Rücken jagt. Huiuiui. Himmelsritt. So, was ist schneller? Orania City und dann hier rüber? Ja, ne? Nö, obwohl. Ich glaube, von Orania City aus ist schneller. Leute, wir fliegen nach Orania City, dann geht's ab nach Fuxania City. Aber all das, das machen wir in der nächsten Folge. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Bitte positiv bewerten. Würde mich sehr freuen. Gerne auch teilen. Und dann bis zum nächsten Mal in Pokémon Let's Go Pikachu.